Herzlich willkommen Leute, hier ist euer Sebastian, euer Gamer Neighbor mit einer weiteren Folge Let's Play Gwent The Witcher Card Game. Ich bin aktuell ja wieder dabei, mich in mehrere Decks reinzufuchsen und auszuprobieren und möchte euch hier mein wirklich grobes, sehr neues und frisches Prinzip vom nördlichen Königreich geben. Wo der Ziel auf jeden Fall, das Ziel auf jeden Fall ist, mit der Margarita Laux Agiele, bestimmt total falsch ausgesprochen, schön auf Pump zu machen, Goldeinheiten zu haben und zu rufen, oben dann die Belagerungsreihe voll zu klatschen, eventuell die Typen noch dick und fett machen, um Goldeinheiten, durch Goldeinheiten, Schurk, aufstoßen. Durch gerufene Goldeinheiten oder Goldeinheiten, die ich pimpen kann. Dann natürlich noch zum Kartensuchen direkt zu ziehen, Möglichkeit zu haben, was zu holen. Dann natürlich noch Revive, noch mehr Revive. Dann Trollolo, weil er allgemein eigentlich ganz nice ist. Dann die Armee-Infanterie, die er. Wow, auf Deutsch. Früher war es auch die Poor Army. Auf Englisch die arme Armee. Habe ich natürlich dann sowas für befördern da. Zum Beispiel die Poami zu befördern, wenn die alle Gold wären, dann kann die noch welche rufen, die dann alle befördern. Gold, Gold, Gold. Goldige Gold, Gold, Gold. So. Dann aber auch all sowas Doppelspiel drin, um natürlich Margarita spielen zu können, da ich dadurch zwei Chancen habe, sie zu bekommen, könnte man sagen. Einmal, entweder kommt sie selbst oder ich habe noch also das Doppelspiel. Oder ich habe tatsächlich Priscilla und habe dann nochmal Glück, dass sie dann da oben auf dem Deck drauf liegt und ich sie dann bekomme. Dann natürlich allgemein Yennefer, keine schlechte Karte aktuell, zumindest das Beste, was ich so mit hier an Goldkarten reinhauen kann. Dann mir noch schnell Triss gebastelt, denn ich finde die Karte sehr stark, kann mich auch natürlich täuschen, aber ich finde sie halt ziemlich gut. Shani zum Wiederbeleben und dann noch der Vernum Rush, damit er ordentlich, was mir eventuell auf den Sack geht, wegbouncen kann. Sieht so das grobe Deckprinzip aus und ja, hoffe ich doch, dass es funktioniert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich in den nächsten Runden wieder, Leute. Übrigens, immer bin ich dankbar für Tipps, besonders wenn ich so ein Deck komplett Neues probiere, bin ich zumindest immer dankbar für Tipps, die man mir geben kann, welche Karten rein, welche raus und so weiter und so fort. Würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich in den nächsten Runden wieder. Excuse me, Evelyn. Excuse me. Ich habe Leute wegen weniger getötet. Das glaube ich dir sogar. Und natürlich habe ich den Commander drin, um auch da die Möglichkeit zu verhindern, böse, böse Sachen zu bekommen. Oh, das sieht an sich alles sehr interessant aus. Ja, tatsächlich. Also da kann ich zumindest schon in der ersten Runde ziemlich krass mit ballen, nur weiß ich nicht, wie es dann im Late Game aussehen wird. Das könnte tatsächlich gefährlich werden. Ich darf anfangen. Ah, ich bin natürlich so neu, jetzt weiß ich nicht, ob ich direkt sie ausspielen sollte oder sie direkt und verwahren und. Das ist gerade hier ein bisschen Komm, man hat ja sonst nie so viele Karten auf der Hand. Ah, ich hab's wieder falsch rumgespielt, ich Idiot. Schon der erste Fehler. Ich hätte so oder so sie zuerst spielen sollen. Tut das weh. Und hat er ihn noch vor Hand? Hat er nicht, aber es tat trotzdem weh. Oh, tat das weh. Ja, ich weiß schon, was er vorhat. Mal gucken, wie viele er davon noch holen kann. Zumindest kann ich einen davon weghauen. Einen. Außer er pumpt ihn. Ne, wir werden einen definitiv davon jetzt weghauen. Temerien zählt. Sonst nichts. Oh, ich habe schon wieder falsch rumgespielt. Verkacke ich's gerade. Oh, verkacke ich's gerade hart. Aber dafür müsste ich ja so richtig krass auch All-In gehen, fällt mir auf, schon im ersten Turn. Okay, ich müsste ja eigentlich, sie lass eine Nicht-Goldeinheit auferstehen, die nicht unheilbar ist. Ist sie unheilbar? Ne, ist sie nicht. Doll Batana und sie hat scheinbar nicht vor
mein Gott, ich muss... Gehe ich echt? Okay. Ich hoffe, wir können dir trauen. Ich gehe all in. Ich bin bereit zu ermorden. Oh, das wird richtig böse, habe ich das Gefühl. Oh, shit. Oh, ist das böse, ey. Scheiße. Ich komme voll gerade nicht drauf klar. Ich habe natürlich die Möglichkeit, sie dann später da wieder zu holen. Aber wenn ich jetzt echt Gold... Ach, ich weiß es nicht. Dann bräuchte ich aber auch eventuell einen anderen Commander, ne? Um Gold zu machen. So, er hat jetzt tatsächlich hier gepasst. Das passt mir ganz gut. Hahaha! Hahaha! Witzig. Nicht. Boah. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Ja, wir spielen jetzt die Poor Army. Das Ding ist, ich müsste echt darum beten, dass er kein Removal hat. Geht es, die Frage ist, geht das echt ins Late Game? Ich kann nicht mehr. Oh, das kommt sehr gut. Das kommt sehr gut. Jetzt dürfte er sie gleich nur nicht zerstören, ey. Oh, er dürfte sie echt nicht kaputt machen, wenn ich so rufe. Oh, oh, tut das weh. Eine Falle. Es nahen die Zeiten der weißen Kälte und des weißen Lichts. Einfach nur. Das ist sehr gut, damit er mir die nicht weghauen kann. Boah, echt hier gerade, ich gehe gerade echt all in. Das ist irgendwie gefährlich. Skoyatell-Angriff! Na dann. Ja klar, warum nicht? Was willst du von mir? Mann, das Problem ist, dass der Combo-Aufbau ganz schön Zeit gerade braucht. Ein Swipe wäre natürlich mein ultimativer Untergang. Ah, wird das spannend hier gerade. Elfengeschwätz. Okay, ausgerechnet weiter die. Du bist verletzt? Schon wieder? Okay, wenn er jetzt ein Dingsbums hat, also Stunner, dann wäre das echt miese. Natürlich hat er einen also Stunner. Warum sollte er keinen also Stunner haben? Gefreiter Schiefer zur Stelle. Er sucht nach einer Karte. Er hat natürlich meine Combo kaputt gemacht. Er hat natürlich meine Combo unterbrochen. Was habe ich? Ich kann nur weiter Poor Army rufen. Das ist trotzdem nicht schlecht. Noch mehr Poor Army bedeutet mehr Goldeinheiten. 1,5, 5, 5, 5, 5. Außer er würde natürlich... außer der hat jetzt echt einen Swipe im Deck. Also ich muss jetzt nach dem perfekten, unaufhaltbaren Play spielen, ohne dass ich irgendwie ansatzweise unterbrochen werde. Sag, dass das ein Witz sein soll. Hast du Proviant? Ich bin hungrig. Also wenn er jetzt echt einen Swipe auf der Hand hat oder gesucht hat oder ein Alsus Donner, um meinen Vierer da unten wegzuhämmern, dann ist das mein Problem. Oder... Halt durch, mein Lieber. Oder er hat eine D-Bomb. Aber dann würde ich mich wundern, warum Leute D-Bomb in ihrem Deck spielen. Ach, wie viele das hier unten gewesen wären, ey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7! Ah, ich hätte dadurch nochmal 14 aufs Board bekommen, ey. Tut das weh! Scheiß, also Stunner! Ah, leck mich! Aber dafür ist natürlich... Oh, er hat echt aufgegeben!
In den Kerker mit ihm. Und das Deck hat jetzt schon sich erstmal bewährt. Halbwegs. Oh. Hätte ich nicht gedacht, ey. Eieieiei. Huh. Dann gibt's am Ende, merke ich schon, der Folge, wenn wir Glück haben, wieder ein Festcam. Oh, gibt's auch ein Level-Up? Komm schon. Yeah, 22. Wow, noch... Was? Die Bilder der Karten liegen übereinander. Einmal Frost, was ich vorher bekommen habe. Und das hier. Das ist die ultimativ neue Karte. Spiele nach zwei Zügen einen Haudegenjäger aus deinem Deck aus. Und mit diesem Frostbild drauf. Wahrscheinlich könnt ihr doch gleichzeitig Frost spielen. Das ist das Neue. Ihr spielt Frost, während ihr aber in der Fernkampfreihe noch einen Haudegenjäger spielt. Der Haudegenjäger rausholt, der wieder Frost spielt. Das ist die ultimative Wetter-Kontroll-Kombo hier. Ah, kranker Scheiß. Ich war jetzt gerade echt verwirrt, ob ich irgendeine neue Karte oder Kartenänderung verpasst habe. Ah, scheiße. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich wieder in der nächsten Runde. Met! Mehr Met! Met! Mehr Met! So bestrafe ich die, die mich verärgern. Er spielt auch mit Rausschmeißen. Spielt mit raus, schmeißen. Ja. Halbwegs. Nur kann ich gerade mit der Poor Army eigentlich weniger tatsächlich was anfangen. So, jetzt spielen wir aber mal halbwegs richtig rum. Was kann ich für dich tun? Nicht Gold an der Pasta, ja. Wenn ich mit dir fertig bin, gibt's von dir nichts mehr einzusammeln. Wie du wünschst, Meister. Die sehen echt cool aus. Ich helfe, wenn du willst. Ja. Jawohl. Gut. Oh, das ist aber gemein. Würde sich jetzt hier noch lohnen, etwas out zu playen? Du kannst versuchen. Die spiele ich jetzt einfach mal so ein bisschen als Distraction, muss ich schon so dazu sagen. Genau, weil ich das nämlich eigentlich wollte tatsächlich. Habe ich vor? Das ist hier die Frage. Distraction. Also Distraction, bisschen Ablenkung, bisschen. Met! Mehr Met! Ah ja. Ich weiß ja ungefähr, wie das Deck funktionieren sollte, was er da spielt. Nur, dass er tatsächlich ein bisschen bessere Karten hat als ich. Das ist gerade eigentlich nicht so schlimm, dass das passiert ist. Wir werden jetzt nämlich dann auch passen. Und ihn tatsächlich diese Runde überlassen. Ich wollte einfach nur, dass er tatsächlich seine Commander-Fähigkeit benutzt. Damit die und auch noch, dass er zwei Schiffe rausgeballt hat. Damit die mir schon mal nicht auf den Sack gehen. Schade, dass ich dafür Trollololo jetzt so schon opfern musste, aber... Die Poor Army noch mehr Revive, aber nix um Gold zu machen! Ich brauche einen anderen Commander tatsächlich. Ich brauche für dieses Deckprinzip einen anderen Commander, ich merke schon.
Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Ja, schafft man nicht, ich merke schon. Und jetzt? Soll ich daraus einen Schürhaken machen? Was willst du von mir? Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Ich bin gerade echt am gucken, ob er vielleicht irgendwie... 100.000 heulende Höllenhunde. Naja, der pimpt auf seinen nächsten Zug aus. Der pimpt. Shit. Na, ich hätte sie dann doch als erstes spielen sollen. Shit, das Problem ist echt, dass ich die erste Runde nicht gewinnen konnte. Das ist blöde. Das ist leider richtig, richtig blöde. Was brauchst du? Die Götter werden nicht erfreut sein. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Nee, das schaffst du nicht. Danke nicht mir. Danke, Melitele. Was kann ich für dich tun? Also eigentlich wäre natürlich Trololo jetzt in die Frontreihe zu legen echt nicht bad gewesen, aber ich will mein Gold. In der Hoffnung, Gold zu... 100.000. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich die letzte Runde dann... Ja, ich hätte die auch früher spielen sollen. Jetzt ist sie irgendwie nutzlos in meiner Hand, ey. Boah, nutzlos auf meiner Hand. Scheiße, da habe ich echt einen blöden Fehler gemacht. Bist du sicher? Ich würde es ja anders machen. Alter. Ich hab noch mal einmal die Möglichkeit zu bouncen, ey. Und dann könnte es richtig fett werden. Zeigen wir ihnen, was wahre Kunst ist. Oh, Gott sei Dank, ey. Wie ging diese Beschwörung noch gleich? Oh, anstrengend. Irgendwelche letzten Worte? Das war ein bisschen gemein. Aber auch nur ein bisschen, ne? In der Jacke musst du doch schwitzen wie ein Schwein. Will der Typ echt ausspielen? Man staune. Ich habe Leute wegen weniger getötet. Ach, der hat bestimmt noch so einen auf der Hand. Und dann bin ich vorbei. Dann habe ich... Freya ist geduldig, aber sie duldet keine Beleidigung. Ja, Belästige mich nicht. Da hat's aber auch echt Glück gehabt, genau gegen mein Deck zu spielen. Nee, das war's. Ah, das war's. Da hat er gewonnen. Ich gebe mein Bestes. Ah, ich hätte nicht... Nee. Das stand nicht in den Zauberbüchern. Oh ja, lol, unentschieden. Da hätte ich ganz anders. Die hätte ich als allererstes, aber was hätte mir die nächste Runde gebracht? Gar nichts. Ah, immerhin eine Goldkrone bekommen. Immerhin eine. Das gibt's nicht. Nee, da hat er mich leider echt blöd gecountert. Blöd. Blöd. 100 Erz. Wir machen uns dann jetzt hier am Ende nochmal ein Festgen auf. Also das Deck bockt auf jeden Fall, aber ich merke noch, da muss noch ein bisschen dran geschraubt werden, habe ich das Gefühl. Pardon! Zumindest, besonders muss ich überlegen, ich spiele mit den meisten Karten das erste Mal. Und da die richtige Reihenfolge manchmal zu finden, sind halt die Unachtsamkeitsfehler, die man hier so am Anfang macht, ne? Ah ja. Komm hier, Dimitrium Shackles. Dann habe ich die meinen jetzt schon zweimal. Da brauche ich sie mir später nicht nochmal craften. So. Das war's auf jeden Fall mit der Folge. Ich wiederhole mich am Ende jeder Folge immer. Merke ich so. Aber das ist halt so, ne? Meine 0815 Atmodi. Hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn's das hat, ne? Immer einen Daumen nach oben da lassen. Das freut mich.
umso mehr Daumen nach oben ihr lasst, umso größer ist die Chance, dass ich gewinne. Also drückt, ich bettel darum, ich bin so ein richtig geiler YouTuber, ich bettel um meine Likes. Kommt schon, Leute, ich gewinne nur wieder, wenn ihr mir in dieser Folge mindestens, kommt schon, das schafft ihr, mindestens 15 Likes da lasst. Kommt schon, Leute, ich sag eure Boys dafür, das schaffen wir doch. Nein, Quatsch, Leute, lasst einfach nur ein Like da, wenn ihr es auch wollt, wenn euch wirklich das Video gefallen hat, ansonsten ist so ein Daumen nach oben mir nichts wert. Es ist die Hauptsache, dass ich euch hier unterhalte. Und darum geht's mir. Und dass wir alle Spaß daran haben. Also, bis zur nächsten Folge. Gewinnt The Witcher Card Game bei uns, Sebastian, eurem Gamer-Neighbor. Haut rein, Leute.